Zombie Apocalypse. Ja, hallo und willkommen zu einem neuen Video hier bei den Gaming Pilzen mit mir, dem Nicking. Und wir wollen heute nochmal auf den Goldpass schauen. Ich finde dieses Mal die Belohnungen vom Goldpass noch krasser als beim letzten Mal, ehrlich gesagt, weil wir haben jetzt hier noch die ganzen Runen, die ich mir gerade noch nicht abholen kann. Ich weiß nicht, ob ich die überhaupt. Vielleicht hole ich mir die auch in 150 Juwelen wieder. Das ist eigentlich zwar Verschwendung. Aber meine Lager sind dauerhaft voll und das wäre auch Verschwendung. Dann sind die 50 Juwelen wahrscheinlich mehr wert pro Rune. Ansonsten den Heldentrank möchte ich nicht verschwenden. Den hole ich mir ab nach dem Clankrieg hier. Da werde ich den dann einsetzen. Hier Spenden kann ich später machen. Wie sieht denn unser Gegner aus? Den habe ich mir noch gar nicht angeschaut. Die haben zwei hintereinander gewonnen. Und was, wie ist der schlechteste? Hier ist so ein Rathaus 6er. Okay, bei uns ist der schlechteste ein Rathaus 3er und ein 5er. Okay, das sieht ja nicht so schön aus. Die haben ein 12er, wir haben zwei 12er. Ja, da baut sich das Ganze dann wieder gut, besser auf. Und okay, KKK. Das sagt man, glaube ich, nicht. Ich glaube, man sagt nur zweimal K. Egal. Dann spenden wir hier noch und dann wollen wir mal eine Aufgabe machen hier vom Goldpass Nachtwache. Ja, komm, E-Drache ist Nachtwache auf jeden Fall, auch wenn es noch nicht Nacht ist. Also was können wir denn jetzt machen? Wir können hier einen Gegner raussuchen, der möglichst viel Dunkles hat. Also ganz so viel, dass wir die Aufgabe jetzt in einem Angriff schaffen, werden wir nicht bekommen. Da müssten wir über 10.000 haben. Das habe ich noch nie erlebt. Das höchste, was ich glaube ich hatte, waren 7.000. Und hier, das können wir jetzt auch nicht in einem Angriff machen, aber wir können daran weiterarbeiten. Und deshalb würde ich sagen, machen wir jetzt mal einen Angriff. Ihr könnt ja mal schreiben, ob ihr den Goldpass euch auch geholt habt oder nicht. Und ich hatte, glaube ich, mal die Gegnersuche. Ich habe jetzt gar nicht lange gesucht, das war schon der dritte Gegner, aber der hat 5.000 Dunkles. Und ich denke, das sollte sich ganz gut eignen für, ja, für den Goldpass, ne? Deshalb würde ich auch vom hinten vorgehen, das Rathaus. Ja gut, die Sterne sind auch wichtig, muss ich zugeben, wegen der Balance-Aufgabe da. Aber vielleicht schaffen wir ja trotzdem die drei Sterne. Ich mache jetzt hier. Nein, jetzt habe ich hier. Ja, jetzt habe ich den nicht gleichzeitig gesetzt. Oh, ich habe auch vor allem. Der Angriff. Oh, ich hasse es, wenn die Angriffe so scheiße laufen. Normalerweise setze ich immer zuerst die Elektrodrachen, dann die Ballons, damit die ein bisschen Tank haben. Was? Ach, das kotzt mich schon wieder an. Jetzt kriege ich nicht mal hier die eine Luftabwende mal weg. Boah, ich kann mich nicht konzentrieren, wenn ich hier nebenbei YouTube mache. Das geht mir echt auf den Sack, ne? Aber wir haben ja noch den Warden und die Kartenbock. Jetzt da natürlich noch eine Tornadofalle und der Warden noch nicht nah genug an den Ballons dran. Deshalb kann ich den jetzt nicht zünden. Na, ich zünde ihn trotzdem wegen dem einen Single Inferno für hier schön den Elektrodrachen. Ich setze mal von hier den Barbarenkönig. Ja, komm. Zwei Sterne wären schon geil, muss ich sagen. Müssen ja keine drei sein, aber ich schaffe nicht mal zwei. Ja. Aber ich hole viel Dunkles. Wobei, 2000 sind immer noch hier in diesem Drecksbohrer drin. Ach komm, der Angriff ist nicht so schön gelaufen, wie ich es mir vorgestellt hätte. Ach. Da habe ich letztens so einen Gegner, der war richtig stark, zeige ich euch nachher mal. Also er war jetzt nicht so stark, aber er war stärker als dieser Gegner, glaube ich. Oh, okay, zwei Sterne schaffen wir doch noch, das finde ich nice. Und wir schaffen doch mehr, als ich gedacht habe. Oh, komm, seid ihr Bienen? Das kotzt einen an, ne? Das kotzt einen doch an, guckt euch das Rathaus an. Ihr habt doch gerade gesehen, wie low das war. Ah, danke. Oh, die haben die Luftabwehr. Ne, die haben den Bogenturm mitgekriegt. Alter, der eine Elektrodrache ist weg. Aber vielleicht schafft der andere ja noch den X-Bogen und den Tesla und den Bogen. Okay, na, das wird er nicht schaffen. Aber, komm, ein Blitz schafft er noch. Und so mit dem dunklen Bohrer. Buh, ja. Noch ein. Ja, Mann. Okay, das war's. Okay, keine drei Sterne, das juckt mich jetzt nicht, aber wir haben tatsächlich doch noch das ganze Dunkle geholt. Okay, der Angriff ist besser gelaufen, als ich es am Anfang gedacht habe. 5000 Dunkles, das ist natürlich nice für diese eine Quest. Da haben wir schon mal ungefähr die Hälfte geschafft jetzt. Also die Hälfte von dem, was noch übrig war. Die Hälfte insgesamt haben wir ja schon lange. Oh, ich hatte keine Truppen mehr ausgebildet. Aber kurzer Cut mal wieder. So, das war jetzt ein anderer Gegner, den ich hatte. Da habe ich jetzt nicht so aufs Dunkle geachtet. Hätte ich eigentlich vielleicht auch machen sollen.
Aber da habe ich jetzt eher darauf geachtet, dass ich hier schön schnell auf 2 Sterne war, habe ich mir erhofft, weil die Luftabwehr hier Rathaus aufs 9-Niveau ist. Ah, ich dachte schon, ich hätte vergessen, die Aufnahme weiterzumachen. Hätte ich mir jetzt die 2 Sterne erhofft und dieser Gegner sah ja eigentlich stärker aus als der andere Gegner, weil der hat hier so Level 5 X-Bogen, der hatte auch die Level 3 Single Infernos und eine Level 2er Adler-Artillerie. Ich weiß jetzt nicht mehr so genau, wie stark der andere war. Ich glaube, der war nicht ganz so stark. Und ja, jetzt wollen wir mal schauen. Hier ist der Angriff deutlich besser gelaufen. Ich habe die Elektrodrachen vorher vor den Ballons gesetzt, hab der gesehen. Und die Elektrodrachen sind alle schlau gewesen, sind hier ans Rathaus gegangen, obwohl hier so eine große Lücke dazwischen war. Und jetzt haben wir hier schon keine Luftabwehren mehr. Da habe ich mir schon gedacht, boah, wenn das mal 3 Sterne wären, das wäre ja schon geil. Also hier war ich noch in der Hoffnung, 3 Sterne zu holen. Ob ich das dann im Endeffekt geschafft habe, also am Ende geschafft habe, das werdet ihr gleich sehen. Also übrigens, dieses Video mache ich jetzt einfach nur, weil wir haben seit 2 Wochen kein Video mehr gemacht. Ich dachte mir nur so, okay, da mache ich mal wieder was in Clash of Clans, damit ihr so up to date seid, wie es bei mir so läuft in Clash of Clans gerade. Wir können da gleich nochmal auf den Goldpass drauf schauen, wie weit wir jetzt so sind, überhaupt von den Punkten her. Also, ich habe tatsächlich 3 Sterne geholt gegen den Gegner, der meiner Meinung nach viel stärker aussah als der andere. Aber da habe ich auch besser angegriffen. Bei dem anderen war ich teilweise etwas dümmlich vor der Aufnahme. Und hier der Goldpass. Als nächstes bekommen wir hier den 20% Forschungsschub. Dann geht es hier weiter mit dem Mauerring. Bauarbeiterschub, Pinderne Schaufel, dann der andere Schub hier, Buch der Zauber und größere Saisonbaum. Am Ende kriegen wir diesen Skin. Ich finde den sogar echt noch schöner als den Barbarenkönig-Skin. Ihr könnt ja mal sagen, was ihr von dem Queen-Skin haltet. Okay, ich kann jetzt nicht auf den Button Skin wechseln gehen, weil die gerade für 38 Minuten noch, für 38 Minuten gerade mal. Okay, die ist ja echt fast fertig. Da können wir hier schön mit den 9 Millionen hier irgendwas upgraden, irgendwas Teures. Aber wobei, eigentlich wollten wir die Kanonen machen, weil die sind bei mir noch gerade aus 9 Niveau. Das ist das Einzige, außer abgesehen von den Mauern ist das dann noch so das Einzige, was bei mir noch gerade aus 9 Niveau ist, die paar wenigen Kanonen. Die hier sind, gehen ja auch erst ab Rathaus 10. Ja. Falls ihr noch in unseren Clan wollt, der ist fast voll, fällt mir auf. Dann solltet ihr besser einen Kommentar schreiben, weil er eventuell voll ist und weil ihr eventuell nicht genug Pokale habt. Und ja, schreibt gerne in die Kommentare, was ihr von dem Skin haltet, ob ihr euch dieses Liga-Saison den Goldpass gekauft habt und ja, und ob ihr Videoideen für uns habt, weil mir fallen momentan keine, nicht so viele ein. Also ich weiß jetzt nicht, was ich so machen kann. Ich könnte mal, wobei, na, das mache ich besser mit M&R mal wieder zu zweit. Das ist so eine Challenge, die macht man besser zu zweit. Auf jeden Fall, das war's dann mit dem Video. Bis zum nächsten Mal. So, Leute, da bin ich nochmal. Ich habe zwar die Aufnahme eigentlich schon beendet, aber ich habe jetzt noch so den krassen Loot-Angriff gemacht, der musste noch in diese Aufnahme mit rein. Das Video werde ich jetzt einfach hinten dran schneiden. Dann werde ich mich halt ein zweites Mal verabschieden. Ich mache jetzt mal ganz kurz einen Cut. So, das ist der Angriff und gebt euch einfach den Loot. So viel hatte ich noch nie in meinem ganzen Leben. Also ich kann euch sagen, ich hatte schon viel Loot, aber das hatte ich noch nie. Ich habe es schon bei anderen gesehen. Zeitungsrohr so als Beispiel aus unserem Clan. Der hat schon mal so einen Angriff geteilt, aber ich hatte so viel noch nie in meinem ganzen Leben. Und ihr könnt jetzt mal schätzen, wie viel davon ich geholt habe. Schreibt einfach eure Schätzung in die Kommentare, weil ich da habe nicht. Ich weiß nicht, was ich sagen wollte, aber egal. Wer weiß, vielleicht habe ich ja sogar alles gut. Okay, 188.000 erstmal direkt auf den Nacken. Dann direkt 300.000 Gold auf den Nacken, 400.000. Boah, wie schnell das hochgeht, weil die Elektro so viel Schaden machen. Jetzt gleich geht das Dunkle hoch, wenn hier die Ballons da alle runterfallen. Zack, 4.000, 5.000, oh, das geht so schnell hoch, ist nicht mehr normal. Ich habe jetzt auch mittlerweile schon 600.000 Gold, 300.000 Elixier. Aber da ist auch noch was übrig, aber ich habe die Helden ja noch nicht gesetzt.
Hier wurden schon gezündet wegen der Luftabwehr, die jetzt eh kaputt ist. Ja, jetzt hier ist nochmal schon die Gilden gesetzt, damit ich das hier auch noch alles hole. Hier nochmal ein Dunkles geholt. Leider war dann hier der blöde Barbarenkönig. Und die Queen habe ich ein bisschen dumm gezündet, als die Adlerartillerie schon halt auf die Queen gezielt hat. Das war vielleicht nicht so die schlauste Idee. Hätte sie vielleicht noch den hier bekommen oder hier sowas. Keine Ahnung, das hätte mich eh nicht gestört. Da kriegt man ja kein Loot. Aber jetzt seht ihr hier, ich habe 888.435 Gold bekommen. 8200 Dunkles, 661.350 Elixier. Das ist schon eine Nummer. Also, so viel habe ich. Ah ja, vom Dunklen her habe ich noch nie so viel geholt. Von Elixier und Gold habe ich, glaube ich, schon mal in etwa sowas geholt. Also, ja, aber so viel verfügbar hatte ich noch nie. Ich habe ja nicht alles geholt. Also verfügbar hatte ich tatsächlich noch nie. Also Elixier hatte ich, glaube ich, schon mal so viel verfügbar. Wie viel waren das denn? Wobei, könnte auch knapp werden. Wer weiß, ob ich auch schon mal so viel Elixier zur Verfügung hatte. Auf jeden Fall, das war's dann jetzt wirklich mit dem Video. Ciao.